Wenn deine Zucchini nur Blüten bildet und daraus nur kleine verschrumpelte Früchte entstehen, die dann abfallen oder erst überhaupt gar keine Früchte sich bilden, dann liegt es daran, dass deine Zucchini nicht angemessen bestäubt wurde von Insekten, von Bienen oder auch von Hummeln. Die weibliche Blüte muss mit der männlichen bestäubt werden. Die weibliche Blüte erkennst du halt daran, dass so eine kleine Mini-Zucchini unten am Blütenansatz zu finden ist. Das gleiche gilt natürlich auch für Melonen und Gurken. An kühlen und auch an verregneten Sommertagen kann es dann passieren, dass keine Bestäuber fliegen. Und das Problem ist halt auch bei der Zucchini, die hat ein recht kurzes Zeitfenster, wo halt die weibliche Blüte geöffnet ist, in den frühen Morgenstunden. Also ein sehr kurzes Zeitfenster, wo das Timing richtig passen muss. Nehmen wir mal an, wir befinden uns in einer solchen Situation und wir möchten jetzt gewährleisten, dass unsere Früchte dennoch ausreichend bestäubt werden. Dann können wir selbst Biene spielen, nehmen uns hier so ein Wattestäbchen in die Hand, gehen in die männliche Blüte hinein, holen uns dann den ganzen Pollen und gehen dann im Anschluss in die weibliche rein und gewährleisten so die Befruchtung. Das kannst du mit all deinen Zucchini-Pflanzen machen und in kurzer Zeit eine sehr hohe Ertragswahrscheinlichkeit gewährleisten. Und bevor du in die Tasten haust und schreibst, dass du im Sommer in Zucchinis ertrinkst, keiner sie mehr essen möchte und dein Nachbar dich auch schon langsam hasst dafür, dass du ihm die ganze Zeit Zucchini schenkst, ist doch gut. Man kann mit Zucchini so vielseitige Sachen machen. Du kannst dir sehr viele Vorräte für den Winter machen. Du kannst einen Zucchini-Tomaten-Ketchup machen, kannst Zucchini süß-sauer einlegen, du kannst sie auch einfrieren oder du hast vielleicht die noble Aufgabe für dich gefunden, den Welthunger zu besiegen. Oder du machst es wie ich, trinke im Sommer jeden Tag Zucchinisaft. Und ich denke mal, bei den Lebensmittelpreisen durch die Inflation wird sich keiner beschweren, wenn man jetzt richtig viel Zucchini vorrätig hat. Kann man Geld sparen. Oder wenn du es klug anstellst, kannst du dein Netzwerk erweitern mit Menschen, die dein Leben bereichern und die dich weiterbringen in deiner Entwicklung. Zum Beispiel haben Italiener eine große Vorliebe für biologisch angebauten Zucchini. Besonders wenn du sie ihnen schenkst. Zumindest meine Erfahrung. Egal wie du dich entscheidest, mit diesem Hilfsmittel kannst du deinen Zucchini-Ertrag gewährleisten. Dafür wurde das Ding auch eigentlich erfunden. Nicht um in die Ohren zu stecken, sondern um Pflanzen zu bestäuben. Geschichten aus dem Paulanergarten.